Moin, ihr Füchse da draußen und willkommen zurück hier im Fuchsbau. Ich bin euer Blaufuchs und begrüße euch wieder recht herzlich zurück zu Bayonetta, die Wii-Version. Wir stehen immer noch hier an dieser wunderbaren Spike-Falle, um die wir uns dann heute mal widmen werden. Mal gucken, wie wir es am schlausten machen. Man muss eigentlich so zickzack laufen, ne? Hier hat man ja Chancen. Oh, warte. So, jetzt kann ich... Oh, ach, scheiß drauf. Au! Mach hier den hier einfach. Okay, oh, warte. Nein, nein. Ja, so. Man muss halt, man sieht am Boden ja eigentlich die Spuren, aber irgendwie bin ich trotzdem so blöd, weil ich immer in der Spur drinne stehe. Jetzt geht's. Ah, da hätte ich stehen bleiben müssen. Ja. Ja. Also man kann das schaffen, wenn man nicht komplett bescheuert ist, so wie ich. Dann kriegt man das hin, ne? Ach, mein Gott. Aber wir sind ja durchgekommen mit meiner Schaden, ne? Es ging. Oh, hier ist ein Gate to Hell. Brauchen wir aber so nicht, weil wir haben eh nichts. Da hinten ist nichts. Dann können wir einfach weitergehen. Okay, soll ich da einfach rund... Oh, what the fuck. Mal wieder Tentakel, ne? Warum auch nicht? Wir schweben da mal sanft hinab. What new? What new? Oh. Moin, ihr Ding. Was geht? Guckst du, ne? Oh, aua. Das hat nicht so gut funktioniert. So, nochmal. Oh, what the fuck passiert hier? Ah, okay, wenn die zerplatzen, die bestehen anscheinend aus Wasser. Hätte nicht gedacht, dass Wasser einem so viel Schaden machen kann. Es ist möglich. Oh, da gehen ein bisschen die Frames runter, du. Ah, Kackdreck. Wie wird das mit Ausweichen nicht? Vielleicht geht das auch nicht, weil das Wasser ist. What the fuck hat das jetzt getan? Ich bin unter Wasser, ich will nicht unter Wasser sein. Wo bist du hin? Da. Das ist wieder so ein Bandwurm geworden, aber kein Problem, den kriegen wir auch weg. Na, kommst du ran? Kommst du woran? Oh, er ist runtergefallen. Wo ist er hin? Wie soll ich dich kaputt machen? Wow, holy shit. Damit habe ich nicht gerechnet. Er hat sich unter der Oberfläche versteckt. Das ist schlecht. Au! Okay, wir gehen wieder nach oben. Das ist nicht gut. Was ist denn jetzt denn? Zieh die doch nicht so, da. Hat auch keinen Sinn. Das weißt du auch. Dann schieße ich ihn halt komplett kaputt. Wenn er keinen Bock hat, mit mir normal zu kämpfen, kein Problem. Wo bist du denn jetzt wieder rausgekommen? Ich bin mir ganz schlecht hier, da. Ich kann ja auch komplett kaputt schießen. Einmal noch, dann dürfte es das auch schon gewesen sein. Na? Ja. Zeig dich! Oh, der stellt sich auch an, du! Da ist er rausgekommen, dann gleitet der gleich hier irgendwo wieder runter. Es gibt keinen Kommen. Balls, damit hätten wir den auch. Oh, was ist jetzt los? Noch einer? Oh, nicht noch so einer. Das kann ich doch nicht die ganze Zeit machen. Ich würde ja gerne gegen dich kämpfen, aber ich traue dir gar nicht nach unten. So, oder ich nehme halt mir gerade hier noch die Sachen. Au, kacke, der hat sich nach unten getraut. Wo ist er denn jetzt hin? Da ist er. Wo ist die Sau? Da. Komm, jetzt fall runter, damit ich dich angreifen kann. Ich würde ja auch gerne normal gegen dich kämpfen, aber du hast ja keinen Bock. Yeah, sieht cool aus. Jetzt kann ich dich endlich normal hauen. Au! Das war irgendwie ziemlich scheiße, aber psch, das darf niemand erfahren, ja? Es hat wunderbar funktioniert, wenn einer fragt, ne? Meine Güte, ich habe das System irgendwie nicht so ganz verstanden, was die von einem wollen hier. Wahrscheinlich hätte ich diese Dinger mit benutzen müssen oder so. Dann hätte ich auf Wasser laufen können. Das hätte das Ganze einfacher gemacht. Ja, das wäre vielleicht ganz klug gewesen. Naja, ging ja auch so, ne? Zumindest auf dem einfachen Schwierigkeitsgrad. Bam! So, weil dann hätten wir nämlich hier auf Wasser laufen können. Das hätte die ganze Geschichte vereinfacht. Die Frage ist, wo soll ich denn jetzt hin? Check.
Wenn ich mich in Hexenzeit bewege, kann ich die Wasseroberfläche bei meinen Sprüngen wie einen festen Boden benutzen. Bei einem Doppelsprung kann ich mich von der Wand abstoßen, um erneut zu springen. Und ich komme vielleicht so nah da oben. Glaube ich. Naja, das hat funktioniert. Da muss er auch erstmal drauf kommen. Ah, die Kleine ist wieder da. Ich komme ja schon. Bin ja schon unterwegs. Schwung. Paradiso, ein Sternenmeer. Damit wäre das abgeschlossen. Oh, Bronze, du, ey. Oh je. Sehr viel Schaden gekriegt, ne? Oh ne, ist doch irgendwie Gold geworden. Es ist hier, läuft doch noch. Bam. Alles gut. Ja, speicher mal. Besser ist das. Komm, jetzt wieder Angel Attack. Mein Liebstes, ne? Sag ich ja nur mal. Yogi Lux. Wie viel? Oh, what the fuck? Wieso hab ich so viele Bullets? Ach, scheiße. Oh, du Drecksau. Das ist davon nicht wahr, Mann. Bounce. Bounce. Komm schon. Yo. Ich will den teuren hier. Warum? Oh, scheiße. Die werfen sich aber auch alle vor ihn, ne? Ich brauche mehr Gegner, das sind zu wenig. Ja, das ist schon besser. Einer mehr. 84, neuer Rekord, würde ich mal meinen, ne? Also, ich glaube, so viel hatte ich noch nie. Ja, nehmen wir natürlich wieder in Heiligenschein. Besser ist das. Dann können wir uns wieder tolle Kostüme kaufen. Wo ich immer noch nicht weiß, wie man die anzieht. Habe ich noch nicht rausgefunden. Bis zum nächsten Part sollte ich mal gucken. Wo geht das denn nun hin? Jetzt, wo wir unseren kleinen Ausflug auf die Blöcke gemacht haben. Ach, es geht jetzt wieder zurück? Ich bin verwirrt. Aber gut. Es scheint wieder zurückzugehen irgendwo hin. Mal sehen. Kapitel. Die Kardinaltugend der Gerechtigkeit. Das klingt ja schon nach Boss, ne? Spielen wir mal. Ach, muss mal den Zeitraum hier zum Kaffee trinken nutzen. Ich bin noch nicht eingeschlafen, ne? Los, hier, lad mal ein bisschen schneller. Vielleicht lädt er schneller, wenn ich nicht kämpfe. Ja, wahrscheinlich nicht. Mhm, selbstverständlich. Wenn jemand ein kleines, süßes Mädchen beschützen kann, dann ist es Luca. Okay, what the fuck? Dann muss er jetzt auch denken, was ist denn jetzt hier los? Shit. Ja, das hat er gut gesagt. Also, ich würde ähnlich reagieren. Zum Glück hat sie auch ganz an den Füßen, ne? Also, sonst wäre das nicht möglich gewesen. Die Tuse ist einfach nur cool. Oh, ich bin dran. Geil. Komm, wir kriegst einen Climax. Haben wir schon lange nicht mehr gemacht. Batz! Siehst du, rein mit dir. Du jetzt nicht. Du bist weit oben. Da kann man das mal machen. Kannst du es wagen, mich zu treffen? So, das lief schon mal gut. Und jetzt noch den. Oder haben wir es auch schon einmal getroffen worden? Na ja, das kann man noch verbessern. Aber gut, ist ja auch noch der einfache Schwierigkeitsgrad. Ne, da arbeiten wir noch dran.
Streichelt er jetzt wieder über den Arsch? Nein. Oh. Oh, no! Oh, mal wieder Tentakel. Wohl auch Zeit, ne? Dass irgendwann so ein tentakeliger Endgegner kommt. Oh, holy shit, was ist das denn jetzt? What the hell is that thing? Das hab ich doch auch gerade gefragt. Cerecita, this is way too dangerous. Oh nein, ihre Katze. Oh Gott, sie hat sogar ein Knochenauge verloren. Das ist nicht gut. Siehst du, da wird sich um alles gekümmert. Oh, da war sie einen kurzen Moment lang schwach, gleich erwischt, ne? Well, Kitty, what do you think we should do? He's hurt you, has he? Well, we can't be having that now, can we? Oh Gott, was zur Hölle? Natürlich hat es wieder unendlich viele Gesichter. Wie alles in dieser Welt. Dann mal ran. Na cool, ein Gesicht. Wahrscheinlich muss ich da einfach brav. Oh, oh, Gift, Gedöns. Wir hauen einfach brav aufs Gesicht. So, und dann können wir nämlich über. Okay, über das Ding. Über das eine Gesicht können wir zum nächsten Gesicht latschen. Na los, mach hier den schnellen. Au, du Drecksau. Oh, what the fuck? Wir kriegen das hin, wir kriegen das hin. Versucht uns zwar auszubremsen, aber nix ist. Nicht mit uns! Au! Okay, vielleicht doch mit uns, ey. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Da kann ich noch was. Komm! Boah, ist das ekelhaft! Okay. Okay, wir haben das erste Tentakel-Dingens von dem ersten Tentakel-Mundi-Dingens gelöst. Fühlt sich gut an. Oh, holy shit, okay. Es gibt keinen Kommen mehr. Wohin, wohin? Ist etwas problematisch. Wie sollte das passieren? Hat den Anschein. So viel wieder zum Thema einfaches Ausweichen. Da kommen schon ein paar Absatzstampfer in das Gesicht und dann haben wir das auch. Oh, 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 oh! Zurück, gleich zurück mit dem Ding an den Absender. Ah! Was hast du? Oh, ich glaube, das hat gesessen. Jo, das sieht so aus, als hätte es gesessen. So, jetzt mal wieder Gas geben hier. Miau, miau, au. Ah, dass ich das nicht schaffe, über die Scheiße zu springen als Katze. Aber als Katze ist man halt schneller. Irgendwie klappt das mit dem Springen sowieso nicht, weil er, oh, manchmal ein bisschen aus der, von der Perspektive her Physikproblemchen hat. Oh mein Gott. Oh Gott, das ist echt ganz schön eklig. Also, wirklich. Au! Scheiß drauf, ey.
Haben wir schon den letzten Lebensbalken erreicht? Man kann das nicht so ganz sagen, aber ich glaube, gelb war schon der letzte. Oh, nee, ey. Oh, Kacke. Wir müssen irgendwie nach... Nee. Ich weiß es wieder nicht. Wahrscheinlich geht wieder alles kaputt. Wir müssen wieder einfach sterben. Das wieder machen. Das klappte ganz gut vorhin. So, einmal da lang springen über den Tentakel. Und dann sind wir auch schon wieder direkt am Gesicht. Damit kann man arbeiten, ne? Der hat hinter uns irgendwas hingelegt, was jetzt tentakelisiert. Ah, scheiße. Hier dieses, was auch immer das ist. Ach, was soll's, komm, wir lassen uns einfach wieder reinfallen. Weichen hier aus, das ist am einfachsten. Zack, 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 ein paar Jumps. Und dann sind wir auch direkt schon wieder vorm Gesicht. Das klappt doch super. Ah, einmal ausweichen, hat nicht funktioniert, egal. Oh, 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 oh. Ah, Button Smash. Na los. Ah, siehst du. Jo, da zittert die Zahl sogar vor Freude. Jopsala. Nochmal. Ich gebe mein Bestes. Mach das auch zweimal. So, wieder los da. Wow. Scheiße. Ihr seht, dass das physikalisch ein bisschen durchdreht. Egal. Let's go, let's go! Oh, so einen schlanken Tritt ins Gesicht, ne? Wieso auch nicht? Ich würde eh nicht reagieren, ich gebe es ja zu. Was ist das noch nicht? What now? What now? Oh, holy shit. Oh, oh. Okay. Alles gut. Einmal einen auf die Nase gegeben. Jetzt aber krieg ich auch Nasenbluten. Was ist das denn? Unser Tausendfüßler, was auch immer, Ding. Max Bonus. Oh. Also, es ist manchmal optisch schon leicht eklig. So wie jetzt zum Beispiel. Also, ich finde, der hat genug. Wenn du das sagst. Genug gelabert, ne? Oh, tschüss. Okay. Now, where are my new best friends? I suppose one of them is an adult, so they should be okay. Großartig. Okay. Ja, da gab ja auch nur einen Kampf, war nicht so viel los, ne? Bam! 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 Gibt's wieder Angel Attack oder fällt das diesmal aus? Ja, ist ja gut, Hahn, ich hab's gehört. Passt eigentlich auch gerade perfekt, ne? Aber jetzt bis zum nächsten Speichern gehen wir jetzt noch. Und wenn wir uns dann nochmal einmal durch Angel Attack durchdödeln müssen. Das kriegen wir jetzt wohl nochmal geschissen, ne? Jo, auf geht das. Lass mich mal Angel attacken. Sind auch diesmal nicht so viele Bullets. Oh, das gibt's doch nicht. Hat er abgewehrt, die Sau. Kommst du? Oh, ich bin den Teuren da. Ah! Ja, was siehst du? Zwar alle Bullets verballert, aber dafür ein Zehner, ne?
Ja, ist doch fast gar nicht ganz so scheiße. Ich würde das gerne tauschen. Danke. Und dann kriege ich ja wenigstens so einen Ausblick dahin, wo es als nächstes hingeht. Der zerbrochene Himmel. Alles klar, wir bleiben da, wo wir sind. Guti, dann machen wir jetzt hier erstmal einen Break. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Hoffe, ihr hattet soweit ein bisschen Spaß. Wenn euch das Ganze gefallen oder nicht gefallen hat, lasst entsprechende Däumlein da. Kommentare und Feedback natürlich immer gerne unter Video posten. Und ansonsten sehen wir uns dann im nächsten Part wieder. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß beim Zocken. Tschüss, euer Blaufuchs.